dabei seid. Heute wird es meine Monatsfavoriten geben für euch. Ich weiß, wir haben es schon Anfang August, aber ich habe es leider zeitlich überhaupt nicht geschafft. Allerdings habe ich so, so tolle Schätze dabei, dass ich sie euch unbedingt zeigen möchte. Ich weiß, ich habe die letzten Monate keine Monatsfavoriten hochgeladen, weil ich es einfach nicht geschafft habe. Wie ihr sicher wisst, war ich auf einige Events eingeladen und ja, ich habe hier natürlich auch noch viele, viele Kinderlein zu hüten und ich gehe ja auch noch arbeiten, deswegen sorry dafür, aber heute dieses Video. Ich hoffe, dass eine kleine Inspiration für euch dabei ist. Wir starten auch direkt durch ins Video, damit es nicht zu lange wird. Und zwar mit Nagellack. Ja, ihr wisst, dass ich eine kleine Nagellack-Queen bin. Ich liebe es, meine Nägel zu lackieren. Ich mache da zwar nicht so lange rum, also stundenlang. Das geht bei mir leider nicht, aber ich lackiere sie eben wahnsinnig gerne. Ich probiere gerne neue Farben aus. Und von verschiedenen Marken natürlich auch. Ich war ja Mitte Juli bzw. Anfang Juli in München beim Coty Color Day. Vielleicht habt ihr das Video dazu gesehen, mein Follow Me Around. Es waren die Firmen Manhattan, OPI, Sally Hansen und Astor. Wenn ihr das Video noch nicht geschaut habt, dann schaut es euch bitte, bitte mal an. Es ist so, so schön dort gewesen. Ich verlinke euch das Video unten in der Infobox. Ja, und wie gesagt, es war auch Sally Hansen da. Ich habe 4 Stück bis jetzt getestet, habe euch dazu auch ein Bild auf Instagram gepostet und habe euch gefragt, welche Farbe euch denn am besten davon gefällt. Ich finde alle so, so schön. Ich liebe sie. Allein das Tiegelchen, auch hier wieder, das Flakon, nicht Tiegelchen, finde ich ganz, ganz schön von Sally Hansen, so hochwertig. Und sie haben jetzt ganz, ganz viele neue Farben. Sie haben die Theke erweitert und da hüpft mein Herz natürlich. Also ich liebe alle Farben und möchte sie am liebsten alle mal aufpinseln. Ich habe jetzt stellvertretend einfach mal diese 4 hier für euch bereitgelegt, weil ich sie so, so toll finde. Bei mir halten die auch richtig lange, also 3 bis 4 Tage. Ich weiß, für euch ist das jetzt vielleicht nicht so lang, aber ihr wisst, ich habe meine Hände immer im Waschbecken und bin am Spülen und im Garten und habe eben total viel Arbeit und deshalb halten die wahrscheinlich auch nicht ganz so lange. Aber mit einer Schicht sind die einfach schon perfekt, meiner Meinung nach, und deshalb heute in diesem Video. Dann machen wir direkt weiter mit Kosmetik und zwar wollte ich euch einen Highlighter zeigen. Den habe ich mir mitgenommen beim Beauty Press Day beim Stand von Mary Kay und was soll ich sagen, seitdem verwende ich ihn wirklich täglich. Ich liebe diesen Highlighter und zwar ist er in so einem Stick. Ihr könnt euch das ganz, ganz einfach auftragen. Es ist ein Creme-Highlighter. Er lässt sich wunderbar verblenden. Der ist butterweich und ich liebe ihn. Ich muss euch den heute unbedingt in meinem Video zeigen. Und zwar nennt er sich Silver. Also wie gesagt, ein Glowing Finish Illuminating Stick von Mary Kay. Also wenn ihr möchtet, schaut euch mal bitte dieses Produkt an. Ich verlinke euch das mal unten in der Infobox, dass ihr auf die Seite von Mary Kay kommt. Keine Sorge, ich werde dafür nicht bezahlt. Aber ich musste euch den heute zeigen. Ich habe auch noch die Verpackung aufgehoben und ja, habe den wirklich im Juli jeden Tag verwendet. Ich habe ja auch meinen Bäcker Highlighter. Das ist dieser hier. Das ist allerdings ein gebackener Highlighter. Und ganz großes Hit the Pan. Aber ich muss sagen, dass der sehr, sehr teuer ist und seinen Dienst natürlich auch wunderbar tut und er ist ganz, ganz traumhaft schön, sehr, sehr teuer und ich finde, so ein Produkt, ja, macht das allerselbe, meiner Meinung nach, und deshalb wollte ich es euch heute einfach mal in diesem Video zeigen. Wir machen weiter am besten auch noch pflegenden Produkten. Und zwar habe ich dieses Produkt hier für euch, das ich euch zeigen möchte. Und zwar ist es von Lush. Ihr wisst ja, wie sehr ich Lush liebe. Das habe ich euch schon oft genug gesagt. Und zwar habe ich mir das in Frankfurt aussuchen dürfen beim Opening. Und das ist ein Duschpeeling. Rub, Rub, Rub nennt sich das. Und es hat mir so, so gut gefallen, dass ich mir vorgestern diesen Pott hier gekauft habe. Ich wollte eigentlich die kleine Version wieder kaufen, aber die hatten sie nicht und deswegen musste ich mir dieses Riesenteil hier mitnehmen mit 500 Milliliter und das hat sage und schreibe 22 Euro gekostet, was echt eine Stange Geld ist. Ich muss erstmal schlucken, aber ich finde das Produkt so, so gut und deswegen habe ich es mir nochmal gegönnt. Ja, ich habe es tagtäglich verwendet, tatsächlich im Juli. Und zwar ist es so, dass ihr hier ganz, ganz feine Peelingkörner eben habt, könnt euch perfekt den Körper damit peelen. Hier steht sogar, dass ihr euch auch die Haare damit einreiben könnt. Also das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Hier steht,
All das Salz ist super zum Haare waschen, denn es verleiht Volumen, auch toll als Peeling für müde Füße. Ja gut, also wie gesagt, auf die Haare habe ich es mir jetzt noch nicht gemacht. Der Duft, der ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also das ist jetzt nicht so ganz meins, aber ja, an sich das Endergebnis ist echt grandios und deswegen habe ich es mir nachgekauft. Ich wollte euch das unbedingt zeigen. Es ist ja auch so, was mir jetzt noch einfällt, was ich euch sagen möchte, dass wenn ihr 5 saubere Laschpötte zu Lasch bringt, dass ihr dann eine Maske gratis bekommt. Was ich auch richtig schön finde. Genau. So, dann machen wir weiter mit Schmuck, bevor wir zu einer richtig coolen Sache kommen, die aber sehr privat ist und eigentlich im Prinzip nur mich betrifft, aber sehr persönlich sozusagen ist und ich sie euch aber erzählen möchte. Jetzt kommen wir aber erstmal, wie gesagt, zum Schmuck und zwar habe ich eine richtig coole Sache, die ich euch zeigen möchte. Diese Ohrringe hier von Pieper & Jean, die habe ich euch schon vorgestellt in einem Fashion Haul. Und jetzt ist es so, dass sie reduziert sind. Ja, es gibt Sale auf der Seite von Pieper & Jean, nur solange der Vorrat reicht und ich finde die so, so edel. Ich habe die jetzt schon des Öfteren zu Geschäftsterminen getragen oder wenn ich mit meinem Mann unterwegs war oder einfach mal so. Gerade auf Snapchat seht ihr das ja und da fragt ihr mich immer wieder, woher diese wunderschönen Ohrringe sind. Wie gesagt, die sind im Moment im Sale. Schaut da sehr, sehr gerne mal nach. Dann machen wir weiter mit Schmuck und zwar mit einer Kette von Hollister. Die habe ich auch sehr, sehr oft getragen. Da wurde ich auch super oft danach gefragt und es wurden Screenshots ohne Ende gemacht. Wie gesagt, die ist von Hollister und gerade zu schulterfreien Oberteilen, zu schlichten Oberteilen, weiß oder ich habe so ein weiß, hellblau gestreiftes Oberteil. Da sieht es auch sehr, sehr schön aus und die habe ich auch super oft getragen. Werde die auch mit in den Urlaub nehmen, weil ich die einfach super schön finde. Jetzt möchte ich euch noch eine Uhr zeigen, die ich noch gar nicht so lange habe, aber jetzt schon weiß, dass sie zu meinen absoluten Schätzen gehört, weil seitdem ich sie habe, ja, trage ich sie nur noch und auch diese hier wird mit in den Urlaub kommen. Und zwar ist es diese hier von Paul Hewitt. Ich hoffe, dass ich es richtig ausspreche. Ihr könnt schon sehen, sie ist in Rose Gold gehalten. Sehr, sehr edel, wie ich finde. Alles auf der Seite ist sehr individuell. Es ist Handarbeit, es ist super verarbeitet und mir gefällt sie unglaublich gut. Auch diese hier, wie gesagt, wird mit in den Urlaub kommen. Ideal auch zu meinen Ohrringen, wie ich finde. Passt auch super, weil die Uhr sehr schlicht ist und dann diese wunderschönen Ohrringe dazu. Und ich habe mir dazu auch noch ein Armband ausgesucht und zwar dieses hier. Ich konnte mich nicht entscheiden. Es gibt es nämlich auch noch in ganz vielen verschiedenen Farben. Ich denke mal, dass ich mir zum Hochzeitstag noch das mit Grau aussuchen werde. Hier habt ihr noch den Anker. Hier als Verschluss und wie gesagt, also super edel, super verarbeitet, also der absolute Wahnsinn. Diese zwei Sachen so in Kombi am Arm, also der absolute Wahnsinn. Ich bin schwer verliebt, da könnt ihr gerne mal nachschauen auf der Internetseite, die verlinke ich euch auch mal unten in der Infobox. Die haben alles so ein bisschen in einem maritimen Flair, aber ja, sehr, sehr stilvoll und gefällt mir wahnsinnig gut. Dann machen wir mal weiter mit einem Schätzchen, das ich auch schon eine ganze Weile habe und auch schon oft eingesetzt habe und zwar im Garten. Ja, wenn ich Freunde einlade, habe ich die immer parat. Ich liebe sie, ich habe sie auch so parat für meine Kinder. Ich fülle das morgens ab und es ist so, so genial. Ich hole es mal eben her, es ist relativ schwer. Hoffentlich fällt es mir jetzt nicht runter. Und zwar ist es dieses Schätzchen hier. Schaut euch mal bitte schön diesen Getränkebehälter an von Leonardo. Ist der nicht edel? Oh mein Gott, ich liebe ihn. Und zwar habe ich mir das schon ewig gewünscht. So einen Behälter mit diesem Hahn hier vorne. Denn, ja, ich habe das schon auf ganz vielen Events gesehen, dass da einfach ein Wasser zum Beispiel, ein Sprudelwasser eingefüllt wird, dann ganz viel Orangenscheiben oder Ingwer, Basilikumblätter oder Minze, alles Mögliche. Ihr könnt da die schönsten und leckersten Getränke zaubern und ihr seht das Ganze dann eben auch. Deswegen habe ich gerade schönste gesagt. Ja, es sieht wunderschön aus und es macht so Spaß. Die Kinder, die gehen da ständig dran, füllen sich was auf ins Glas und trinken das und es ist so, so erfrischend. Ich fülle dann immer noch Eiswürfel mit rein. Es ist zwar ein Riesenpott, ich weiß, also mein Mann sagt auch, oh Gott, wer soll denn das alles trinken, aber wir sind ja 6 Personen und von daher passt es auch und wenn man Besuch hat, ist es ja einfach ein totaler Hingucker. Es kostet 29,90 €, was ich ja auch finde, dass es geht. Also es ist nicht super teuer, es ist ganz, ganz toll verarbeitet, es sieht überhaupt nicht billig aus. Und dieses Schätzchen, das musste ich euch auf jeden Fall heute in meinem Video zeigen. Jetzt kommen wir aber wie versprochen zu dem privaten Teil.
Bleibt bloß da stehen, nicht runterfallen, sonst bin ich traurig. Ach, ich habe euch hier das noch vorbereitet. Das habe ich euch vergessen zu zeigen. Von Hollister dieses schöne Jute-Säckchen. Und von Paul Hewitt kamen die Sachen auch ganz, ganz toll an. Sehr, sehr edel. Hatte ich mir jetzt extra bereitgelegt und habe es vergessen, euch zu zeigen. So, aber jetzt kommen wir zu meinem absoluten Highlight, der im Juli passiert ist sozusagen. Und zwar hat der Max mir die Abi-Zeitung gebracht, seiner Schule. Und ein junges Mädchen namens Lisa hat mir eine Riesenfreude bereitet. Sie weiß nicht, dass sie heute in diesem Video vorkommt und deshalb eine kleine Überraschung. Liebe Lisa, du hast mich tatsächlich zu Tränen gerührt, ich bin ehrlich. Der Max hat mir die Zeitung hingehalten und ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig. Ich werde euch das jetzt hier mal einblenden. In ihrer Abi-Zeitung bzw. in ihrem Abschnitt geschrieben: Standardsprüche, das habe ich von YouTube. Alter, Rosella Mir hat ein neues Video hochgeladen. Und dann hat sie noch geschrieben, outet sich beim Faschingszug bei Rosella Mir als größter Fan. Ja, also ich bekomme gerade Gänsehaut und wollte der lieben Lisa hiermit ganz, ganz liebe Grüße da lassen. Sie weiß nicht, dass sie heute in meinem Video vorkommt. Ich möchte sie jetzt auch nicht in die Kamera halten, weil ich natürlich nicht die Einverständnis von ihr habe, Einverständniserklärung sozusagen. Aber liebe Lisa, falls du dieses Video hier schaust, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir und ich kann dir sagen, ich habe hier überall Gänsehaut, das ist der absolute Wahnsinn. Herzlichen Dank für diese unglaubliche Überraschung in der Abi-Zeitung, wo du abgebildet bist, dass dir für dein ganzes Leben bleibt, hast du mich erwähnt und das war mir wirklich eine ganz, ganz große Ehre. Herzlichen Dank dafür. Ich bin echt immer noch total von den Socken und das wollte ich heute unbedingt in diesem Video erwähnen und dir ganz, ganz liebe Grüße da lassen. Ich hoffe natürlich, dass du dich freust. Und ansonsten war es das jetzt von meinem Video, meine Lieben. Bevor ich jetzt das Heulen anfange, verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe, dass eine kleine Inspiration für euch dabei war. Schaut gerne bei meinem letzten Video vorbei und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Das ist nämlich kostenlos. Dann verpasst ihr keine Videos mehr von mir. Wie die liebe Lisa so schön gesagt hat, Alter, Rosella Mir hat ein neues Video hochgeladen. So, jetzt verabschiede ich mich. Lasst euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!